Der geheime Weg zu Freiheit und Erfolg von Napoleon Hill. Wie man den Teufel in sich selbst besiegt. In einer Ära, die von wirtschaftlicher Unsicherheit und Zweifeln geprägt war, wagte es Napoleon Hill, positive Botschaften zu verkünden. Sein Meisterwerk, Der geheime Weg zu Freiheit und Erfolg, erblickte 1937 das Licht der Welt, mitten in der großen Depression. Doch dies war nur die Spitze des Eisbergs, denn Hills bahnbrechende Erfolgsphilosophie, die er über mehr als zwei Jahrzehnte sorgfältig erforschte, wurde nie veröffentlicht. Warum? Weil Hill es wagte zu behaupten, dass Kirchen und Schulen ihre Schützlinge mit Ängsten beladen, anstatt sie zu selbstbewussten und erfolgreichen Individuen zu erziehen. Sprung ins Jahr 2011, über 70 Jahre später, wurde das Buch posthum veröffentlicht. Das Erstaunliche daran ist, dass es nichts von seiner Relevanz eingebüßt hat. Aber was macht Hills Ratschläge so zeitlos? Genau das werden wir in dieser Buchzusammenfassung aufdecken. Wir werden die Gründe ergründen, warum wir uns oft von Ängsten lähmen lassen und wie jeder von uns das Potenzial zum Erfolg in sich trägt. Denn du stehst stets vor der Wahl, dich entweder von negativen Gedanken überwältigen zu lassen oder bewusst die positiven Gedanken zu wählen. Außerdem wirst du erfahren, warum es unerlässlich ist, das Leben als sogenannter Drifter zu überwinden, wie deine schlechten Gewohnheiten in diesem Kontext eine entscheidende Rolle spielen und welche erstaunlichen Lektionen über Willensstärke du von einer erfolgreichen Rennreiterin lernen kannst. Begleite uns auf dieser fesselnden Reise durch Napoleon Hills zeitlose Weisheit und lass dich inspirieren, dein Potenzial zu entfalten und deinen eigenen Weg zu Freiheit und Erfolg zu finden. Kernaussage 1. Aufhören, ein Drifter zu sein und die Kontrolle über dein Denken erlangen. Hast du jemals von einem Traum geträumt, den du seit Jahren hegst, aber dich nicht zu verwirklichen traust? Wenn ja, bist du damit nicht allein. Napoleon Hill, ein Pionier des Selbsthilfegenres, behauptete, dass 98% der Menschen von ihren Ängsten gelähmt werden. Dieses Phänomen führt dazu, dass wir uns oft wie Drifter verhalten, ziellos durch das Leben treiben und unsere wahren Ziele aus den Augen verlieren. Der Ursprung dieser Lethargie liegt oft in der Erziehung. Die Religion mit ihren strengen Sitten und Geboten, sowie die Schulen, die sich häufig auf das stumpfe Auswendiglernen von endlosen Zahlen und Fakten konzentrieren, tragen zur Entstehung dieser Ängste bei. Sie verhindern, dass wir experimentieren und uns selbst finden. Napoleon Hill selbst erlebte diese Ängste und Unsicherheiten am eigenen Leib, als er an seinem Lebensziel arbeitete, der ersten philosophischen Abhandlung über die Voraussetzungen individuellen Erfolgs. Jahrelang befragte er andere Menschen zu ihren Erfolgen und Rückschlägen, doch seine Notizen verloren an Klarheit und Struktur. Angst und Unentschlossenheit vernebelten seinen Verstand. Dann geschah etwas Außergewöhnliches. Eine innere Stimme sprach zu ihm, als er nach draußen trat. Diese Stimme war anders. Sie gehörte einem bisher unbekannten Teil seines Selbst. Sie klang sicher und eindringlich und sagte ihm, dass er in der Lage sei, sein Manuskript fertigzustellen, solange er seine Ängste und Zweifel überwindet. Hill erkannte, dass diese Stimme repräsentierte, was wir alle in uns tragen: die unendliche Intelligenz. Sie ist eine unerschöpfliche Quelle von Überzeugung und positiver Energie, aus der wir schöpfen können, solange wir uns nicht von Unsicherheit blockieren lassen. Mit dieser inneren Kraft überwand Hill seine Angst und vollendete sein Buch. Seine Erfolgsgeschichte ist legendär und seine Bücher begeisterten Millionen Menschen weltweit. Die erste Lektion, die wir aus dieser Geschichte ziehen können, ist: Erfolg kommt erst, wenn du aufhörst, dich von deinen Ängsten lähmen zu lassen. Oder, um es in den Worten von Hill auszudrücken, er überwand sein Dasein als Drifter, indem er die Kontrolle über sein Denken erlangte. Kernaussage 2: Optimismus säen, Erfolge ernten. Der Durchbruch von Napoleon Hill basierte auf einer entscheidenden Voraussetzung. Er hatte einen Lebenstraum, wusste, was er wollte. Und genau das ist eine Lehre, die auf uns alle übertragen werden kann. Deine Erfolgsaussichten hängen maßgeblich davon ab, ob du ein klares Ziel vor Augen hast.
Doch die harte Arbeit, um dieses Ziel zu erreichen, kann dir niemand abnehmen. Weder die Schule noch die Kirche können deinen Lebensweg vorzeichnen. Das ist jedoch positiv zu sehen, denn es bedeutet, dass du die volle Kontrolle über deine Gedanken hast. Und das ist ein gewaltiges Privileg. Betrachte es so: Selbst in den dunkelsten Stunden des Lebens hast du immer eine Wahl. Allein du entscheidest, ob du dich von negativen Gedanken überwältigen lässt oder an positiven Ansichten festhältst. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist die große Depression in den USA. Sie stürzte zahllose Menschen in Verzweiflung. Doch selbst in dieser Zeit behielten einige Menschen genug geistige Selbstbestimmung, um positiv zu bleiben und Großes zu erreichen. Einer dieser Menschen war Henry Ford. Er hätte genauso wie viele andere den negativen Gedanken erliegen können, doch er hielt die Angst auf Abstand. Ungeachtet seiner existenziellen Sorgen arbeitete er unermüdlich an seinem Traum, ein erschwingliches Auto für die Mittelschicht auf den Markt zu bringen. Fords unerschütterlicher Optimismus half ihm, die Fließbandproduktion zu entwickeln und seinen Traum zu verwirklichen. Er war konsequent auf sein klares Lebensziel ausgerichtet. Merke dir also, dein persönlicher Erfolg hängt stark davon ab, ob du dich für negative oder positive Gedanken entscheidest. Wenn du zusätzlich in der Lage bist, deine positiven Gedanken auf ein klar definiertes Lebensziel auszurichten, dann wird das Leben als Drifter bald der Vergangenheit angehören. Das bewies auch Franklin D. Roosevelt. Als er das Amt des US-Präsidenten antrat, hatte er vor allem ein Ziel: die Ängste, die seit der großen Depression die Bevölkerung lähmten, zu vertreiben. Die Menschen sollten aufhören, von der Krise zu sprechen und endlich an den Aufschwung glauben. Auf die Frage, was das größte Problem des Landes sei, antwortete Roosevelt: Es ist nicht eine Frage von groß oder klein, sondern wir haben hier nur ein Problem, und das lautet, die Angst zu stoppen und sie durch Zuversicht zu ersetzen. Dieser Plan ging auf. Er schürte Aufbruchsstimmung und legte die Grundlage für den Wiederaufbau. Also merke, der zweite Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kombination aus positivem Denken und klaren, definierten Zielen. Denk daran, man erntet, was man sät. Das bedeutet im Grunde, dass du die Kontrolle über dein eigenes Schicksal hast. Beginne positiv zu denken, setze dir klare Ziele und arbeite beharrlich auf sie hin. Und der Erfolg wird unausweichlich kommen. Kernaussage 3: Die Macht der Gewohnheiten und der Einfluss des sozialen Umfelds. Bis hierhin mag alles recht einleuchtend klingen, aber vielleicht auch ein wenig zu simpel. Warum sind dann so viele Menschen so weit von ihren Zielen entfernt? Die Antwort ist eigentlich ziemlich simpel. Wir finden fast immer eine Entschuldigung für unser unproduktives Verhalten, sei es Schlafmangel, schlechte Ernährung oder schlicht Erschöpfung. Natürlich kann das hin und wieder vorkommen. Doch es wird problematisch, wenn diese Ausnahmen zur Regel werden. Wenn gelegentliche Fehltritte zu täglichen Gewohnheiten werden, wenn du immer zu spät ins Bett gehst oder dauerhaft schlecht isst, dann tritt Napoleon Hills Konzept des Gesetzes des hypnotischen Rhythmus in Kraft. Damit meint er unsere natürliche Tendenz, Gewohnheiten zu entwickeln und zu verfestigen. Hier ist der Haken. Diese Tendenz gilt für gute Gewohnheiten genauso wie für schlechte. Du solltest jedoch besonders aufpassen, wenn es um deine negativen Verhaltensmuster geht, da sie langfristig verheerende Auswirkungen auf dein Leben haben können. Ein Beispiel hierfür sind körperliche Beschwerden. Kopfschmerzen und viele andere Leiden entstehen oft durch ungesunde oder exzessive Ernährung. Diese Beschwerden können einen so stark beeinträchtigen, dass man nicht mehr seinen eigentlichen Zielen nachgehen kann. Ähnliches gilt für Süchte und Obsessionen. Selbst das Verlangen nach Sex kann Menschen so sehr in Beschlag nehmen, dass sie wie besessen werden und alle anderen Pläne vernachlässigen. Aber was können wir dagegen tun? Wenn wir scheinbar aufgrund eines Naturgesetzes ungesunde Muster und Routinen entwickeln, wie sollen wir dann zielstrebig und produktiv bleiben? Die Lösung liegt darin, von vornherein sorgfältig auszuwählen, welche Denk- und Verhaltensweisen auf uns einwirken.
Eine der wirksamsten Strategien besteht darin, sich positiven Einfluss zu suchen. Wenn du auf dem Weg zum Erfolg zielstrebig sein willst, dann umgebe dich mit Menschen, die gute Gewohnheiten pflegen. Ihr Vorbild wird sich positiv auf dein Verhalten auswirken. Es ist eine scheinbar einfache Erkenntnis, aber dennoch akzeptieren die meisten Menschen oft widerstandslos die negativen Einflüsse ihres Umfelds. Ein hervorragendes Beispiel hierfür war der Philanthrop und Stahl-Tycoon Andrew Carnegie, der für Napoleon Hill zu einem Mentor wurde. Carnegie handelte genauso wie viele andere zielstrebige Menschen. Er suchte sich erfolgreiche Gesellschaft. Was können wir aus diesem Beispiel lernen? Überlege dir, welche positiven Gewohnheiten dich deinen Zielen näher bringen und umgebe dich mit Menschen, die diese Gewohnheiten pflegen. Natürlich bedeutet das nicht, dass du alle Freunde, die nicht als erfolgreich gelten, aus deinem Leben verbannen musst. Aber es lohnt sich zu überlegen, welche Menschen wirklich positiv zu deinem Leben beitragen. Wenn es Personen in deinem Umfeld gibt, die dich ständig ausnutzen oder herunterziehen, ist es möglicherweise an der Zeit, über eine Veränderung nachzudenken. Kernaussage 4: Ohne Scheitern kein Erfolg. Die Angst vor dem Scheitern ist ein weiteres bedeutendes Hindernis auf dem Weg zum Erfolg. Große Ziele lassen sich nicht über Nacht erreichen. Je länger der Weg ist, desto eher neigen wir dazu, Rückschläge als Zeichen des Misserfolgs zu bewerten, als Grund aufzugeben. Hingegen haben erfolgreiche Menschen eine andere Sichtweise. Sie verstehen, dass Rückschläge unvermeidlich sind. Für sie sind Fehler einfach unvermeidliche Etappen auf dem Weg zum Ziel. Nicht mehr und nicht weniger. Das wusste auch Thomas Edison, der Erfinder der Glühlampe, des Phonographen und vieler weiterer bahnbrechender Technologien. Seine Liste an gescheiterten Experimenten war mindestens genauso lang wie die der Erfolgreichen. Doch er musste zahlreiche Fehlschläge in Kauf nehmen, bevor er eine seiner Visionen in die Realität umsetzen konnte. Und das führt uns zu einer weiteren Schlüsselkomponente des individuellen Erfolgs, der Willensstärke. Es gab sicherlich damals Tausende von Menschen, die intelligenter oder kreativer waren als Edison. Aber was ihn von ihnen unterschied und was ihm seinen Platz in den Geschichtsbüchern sicherte, war sein unbeirrbarer Wille, trotz zahlreicher Rückschläge weiterzumachen. Napoleon Hill selbst demonstrierte diese Entschlossenheit, indem er sein Buch »Denk nach und werde reich« mitten in der Großen Depression im Jahr 1937 veröffentlichte. Dieses Buch half Millionen von Menschen, über die Härten und Enttäuschungen jener Zeit hinauszudenken. Und seine Botschaft ist bis heute präsent. Wir müssen immer einen Weg finden, uns Ziele zu setzen, ungeachtet der widrigen Umstände. Rückschläge sollten niemals ein Grund zur Aufgabe sein. Im Gegenteil, jedes Scheitern kann die Saat des Erfolgs in sich tragen. Nutze deine Fehler, um aus ihnen zu lernen. Es gibt für nahezu jedes Problem eine Lösung. Niederlagen sind nur Momentaufnahmen. Sie zeigen dir, wo du stehst, aber sie bestimmen nicht dein Schicksal. Das wird auch in der Geschichte von Julie Krone deutlich. Sie wollte als erste Frau in der Geschichte der USA professionelle Jockey bei Pferderennen werden. Doch die Pferdebesitzer wiesen sie immer wieder ab. Niemand wollte eine Frau als Jockey. Doch Krone folgte unbeirrt ihrem Motto: Du musst dich immer wieder zeigen. Sie blieb so lange am Ball, bis die Pferdebesitzer sie tatsächlich reiten ließen. Schließlich gewann sie als einzige Frau unter Männern prestigeträchtige Titel und wurde von USA Today zu einer der größten Sportlerinnen der Geschichte gewählt. In klaren Worten ausgedrückt bedeutet das: Erfolgreiche Menschen betrachten Rückschläge als notwendige und wertvolle Lektionen auf dem Weg zu ihrem Ziel. Also sei mutig. Wenn du deinen Traum gefunden hast, halte daran fest. Lass dich nicht von unvermeidlichen Fehlschlägen und der Negativität anderer Menschen unterkriegen. Zusammenfassung zum Buch »Der geheime Weg zu Freiheit und Erfolg« von Napoleon Hill. Napoleon Hills Ratgeber wurde im Jahr 1938 verfasst, jedoch erst 70 Jahre später veröffentlicht. Trotz dieses Zeitabstands sind seine Gedanken bis heute von ungebrochener Aktualität. Aber warum können sie uns auch heute noch auf dem Weg zum individuellen Erfolg behilflich sein?
Die Antwort liegt in der Zeitlosigkeit seiner Ideen. Wir alle kennen positive und negative Gedanken und wir neigen gleichermaßen dazu, gesunde und ungesunde Gewohnheiten zu entwickeln. Der Schlüssel zur Zielstrebigkeit und Tatkraft liegt jedoch in der wertvollen Erkenntnis, dass wir immer eine Wahl haben. Wir können uns bewusst für positive Gedanken und Gewohnheiten entscheiden, anstatt uns widerstandslos den negativen Stimmen in uns hinzugeben. Dies erfordert Willenskraft und Übung, doch als Belohnung erwartet uns ein wirklich selbstbestimmtes Leben. Du besitzt die Macht, deine Ängste zu überwinden. Richte deine positiven Gedanken auf klare, definierte Ziele und beginne, konsequent an ihrer Verwirklichung zu arbeiten. Suche die Gesellschaft von Menschen, die dich in deinem Weg unterstützen, und lerne, Rückschläge als notwendige und wertvolle Zwischenstationen auf dem Weg zum Erfolg zu betrachten. Mit dieser Einstellung wird dir nichts mehr im Wege stehen. Deinem Erfolg steht nichts mehr im Weg. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer neuen Buchzusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!